Hey YouTube, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute haben wir ein Rewards-Video. Gab es schon lange nicht mehr auf meinem Channel, aber es ist etwas passiert. Es hat auch einen besonderen Grund und das hat dann auch wieder dazu geführt, dass wir mal wieder ein Video zu meinen Rewards hier auf dem Kanal bringen. Ihr seht schon im Titel, Top 200 und wir hatten im Stream auch einen Special Guest am Start und zwar mein Sohn. Der war mit dabei, wir haben seine und meine Rewards geöffnet und ein paar Zuschauer-Rewards haben wir uns auch angeguckt. Heute hier im Video auf YouTube werden wir nur meine Rewards sehen und was dabei passiert ist und was dabei rausgekommen ist, werdet ihr gleich sehen. Ich wünsche euch viel Spaß damit, lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da, schreibt mir in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Viel Spaß mit dem Video. So, jetzt kommen wir zu meinen Rewards. But I hope both teams lose, ja. Das wär, wenn das gehen würde, so würde ich feiern. Was soll ich nehmen? Mach du. Soll ich Tradable oder Untradable nehmen? Ich nehme Untradable. Komm, haben wir ein paar Packs mehr. Also, weiß nicht. Ey, Mann, wir sind ein Platz nach vorne gerutscht. Einer vor uns wurde nochmal irgendwie gebannt oder so. Schade. Schade, nicht Top 50. Erzähl mal, ist das dein Ziel, mal in die Top 200 zu kommen? Ja, schon. Erzähl mal von unserer Wette. Wenn ich... Ein bisschen lauter reden. Die mit dem Dings oder mit dem... Hier, alles. Mit der PS5. Ja, wenn ich Top 200, also 30-0 hole, dann krieg ich eine PS5. Hm? Guckst du so. Was kriegst du? PS5. Wenn? Ich 30-0 hole. Oder? Oder mit dem Zeugnis. Ja. Oder 1,5er Durchschnitt auf dem Zeugnis habe. Und was ist wahrscheinlicher? 1,5er Durchschnitt. Das ist auch gut so. So. Okay, 5 Player Picks. Wen sollen wir bei mir ziehen? Hast du eine Idee? Wen gönnst du mir denn? Messi, woran? Heute ist Vatertag, denk dran, ne? Ja. Deswegen kannst du auch meine Picks ziehen und was für mich ziehen. Oh, der macht direkt auf. Warte mal. Warte. Ich nehme den da, ne? Ja. Ja? Ja, 90er Rating. Ich kann mit den anderen. Ich habe Lorente schon untradable. Kunde lasse ich eh nicht spielen. Ich brauche nur Rating für SPCs. Nimm Moreno. Meinst du, Suarez sehr, sehr gut. Suarez habe ich, also ich habe Suarez mit einem Satz beschrieben. Für mich der beste Stürmer, den ich dieses Jahr gespielt habe, der keine 5 Sterne Skills hat. So, such die aus. Mach das nächste auf. Oh Mann, es war klar, dass der Jong in Rot kommt. Es war klar. Ich habe heute noch gesagt, du ziehst bestimmt den Jong in Rot. Es war klar. Mann. Es war, ey, Freunde, mit Ansage gestern im Stream. Habe ich es gestern nicht gesagt? Wetten, jetzt kriege ich heute De Jong in Rot, obwohl ich mich über De Jong in Rot normalerweise freuen würde. Und ich habe den gestern schon an Tradable gezogen. Nimmst du Oblak oder De Jong? De Jong ist doch gut. Ja, aber ich habe den schon an Tradable, Musti. Das ist das Ding. Das Ding ist, macht keinen Sinn. Also es wird eh SPC-Futter. Deswegen ihn trotzdem zu nehmen ist unlogisch. Ist sinnlos. Wir nehmen lieber den mit dem hohen Rating dann. Jetzt nehmen. In Rot viel geiler. Nee, wenn das ein TOTS-Design in Rot wäre, okay. Aber das sieht ja einfach wie eine billige For Champions-Karte aus. Das blaue Design ist schon geiler. Das TOTS-Design. Arte. 94er TOTS. Achso, ja, okay, nimm De Jong. Hast du recht, das macht Sinn. Man braucht manchmal bei SPCs ja TOTS-Karten. Da habe ich eine 94er TOTS-Karte, die ich abgeben kann. Egal, wir haben De Jong, ist gut. Mach weiter. Komm, Messi jetzt noch. Wen nimmt man denn hier, Freunde? Alba sehr gut. Alba ist gut. Ja, komm, nimm Alba. Hat aber ein höheres Rating.
Ja, mach auf. Bisher die Picks sind gut. Ja, Casemiro 94, nehmen wir mit. Ist stabil. Und jetzt, warte, langsam. So. Mach auf. Nochmal Casemiro. Ja, Biglia. Oder warte. Nehmen wir Casemiro und packen ihn direkt in den SBC? Eine 94er Karte, ne? Du hast ja noch gerade schon. Ja, dann kann ich den doch direkt in den SBC packen. Ja. Überleg doch mal. Ey, wofür bezahle ich dich? Aber ich wüsste nicht, in welche SBC. Was gibt's gerade für eine SBC, Freunde? Hast du noch 85 plus La Liga Pick übrig? Ne, haben wir gestern alles gemacht. Haben wir alles gemacht. Ist das dein Sohn? Yes. Cantona. Ja, mach. Nimm Casemiro. Und jetzt können wir auch mal direkt gucken, wie du SBCs baust. Ich? Ja. Pack im Verein alles. So, Freunde, wir haben jetzt noch 4 55k Packs. 300k Packs. Hätten wir einen Platz, wären wir einen Platz höher, hätten wir 400k Packs. Deswegen war es schade. Und das Top 200 La Liga Pack. Ja, mach erstmal die seltenen Megapacks auf, bitte. Schneemännchen haut hier einen Resub im 31. Monat raus und sagt 5 Euro an deinen Sohn. Inform. Dankeschön. Inform, ja, nehmen wir mit. Wie viele Kinder hast du? 8? 5? Wie kam ich denn jetzt auf 8? Zockt er auch selbst? Yes. Wir haben ja gerade seine Rewards geöffnet. Jetzt sind wir auf meinen Rewards. Bald 8. Kannst du mal ordentlich ziehen? Du hast schon bei dir Kacke gezogen. Dann nimm du doch. Nein, mach. Du musst, das ist Vatertag. Du musst mir was Schönes zum Vatertag schenken. Dr. Dom kommt hier auch mit dem ganz frischen Twitch Prime Sub. Dankeschön. Ehre, dass du diesen Monat den Prime bei mir lässt. Das ist ja viel aus. Ich krieg's leider nicht so wirklich mit. Oh, Walkout. Tots. Carrasco. Kannst froh sein, dass du ihn gerade eben nicht mitgenommen hast. Das ist gut. Das nehmen wir mit. Ja. Das nehmen wir mit, hä? Aus dem 55k-Pack. Hat doch schon mit De Jong. Aber ich hatte ihn schon an Tradable. Hätte er mir Suarez gezogen. Varane gezogen. Wäre okay. Ja. Ne, ist gut. Das ist gut. Carrasco, nehmen wir mit. Nochmal ein Tots? Nee. Nein. Schade. Wie alt ist der? Wie alt bist du? 13. Groß. Vatertag gerettet mit Carrasco. Ne, das mit dem Top 200 Pack steht und fällt. Das ist ein gutes Pack für SBCs. Mit dem Top 200 Pack. Let's die öffnen. Wird der Vatertag letztendlich bewertet. Ja. Hast du mir Alex Bescheid gesagt? Was? Hast du mir Alex Bescheid gesagt? Nein. Ich gar keinen. Hallo, was stoßt du die alle ab? Die waren Duplikat. Ja, und? Die kann man doch verkaufen. Scheiß das, wie scheiß drauf? Du bist RTG-Spieler, du musst sowas lernen. Das waren keine guten. Jeder Coin... Ja. Ist nix. So ein Cristiano Ronaldo. Son. Den verkaufen. Nein, pack alles erstmal im Verein. So, und jetzt guck mal. Ich muss dir aber ja was beibringen. Guck doch, was die wert sind. Du verstoßt für 650 Coins ab. Ja. Ja. Ja, und jetzt? Ja. Und dann fragst du dich, warum du keine Münzen machst. Hier, Freunde. Hab ich das? Stell einfach drauf. Auf Transfer, mach einfach so Open Bit, egal. Ist auch nicht richtig, aber... Da lerne ich viel. Ja. Stell drauf. Auch. Mach. Ja, mach. Alle oder was? Mach du. Guck mal. Nee. Ist egal. Warte mal. Ja. Komm. Naja. Kannst du alle für 1,4 reinstellen, jo. Wie soll ich für einen tun?
Ja, so. Tu den Verein. Und dann tust du hier alle bis zum. Alle einfach nach oben. Alle? Ja, alle. Gisa, dankeschön für die 300 Bits. Für unseren jungen Gast. Guck mal, du kriegst alles heute für dich. Warte. Ich wollte noch nichts machen. Warte. Komm, ich will. Wen will ich sehen? Varan, Messi. Messi wäre natürlich Jackpot. Aber so ein Varan wäre schon super, wenn Varan kommt. Wäre super. Sag ich dir wirklich, dann hast du einen super Job gemacht und hast mir ein schönes Vatertagsgeschenk gemacht. Und dann kannst du gleich das Geschirr spülen gehen. Okay? Okay. Okay, 5 Sekunden noch. Okay, mach auf. Ich kann nicht hinsehen. Messi! Vatertagsgeschenk geglückt, Freunde! Messi! Oh mein Gott! Vatertag gerettet! Ja, mal gucken, was und? Weiter ist. Bist du glücklich? Warte, du lässt das durchlaufen. Ich weiß. Dankeschön für Messi. Und jetzt, gehst du aber wirklich spülen. Okay. Aber ich warte, bis das zu Ende ist. Oh mein Gott, Freunde. Also, Wette ist auf jeden Fall gewonnen, weil Messi alleine mehr wert ist als die zwei schlechtesten Varianten. Wie fühlt sich das an, so ein Messi zu ziehen? Hast du ja noch nie gehabt. Das ist dein allererster Messi. Auch wenn es nicht dein Account ist. Kann man nicht beschreiben. Das ist der Lionel. Der heißt wie dein Bruder. Ey, krank, einfach Messi. Dahinter Suarez und De Jong. Mal schauen. Varan. Boah, der Varan dahinter wäre geistesgestört. Oh mein Gott. Benzema. Okay. Dahinter dann. Ne, Benzema hätte ja theoretisch auch noch draußen sein können. Also theoretisch hätte er jetzt statt Benzema noch. Wer fehlt? Lass mal ganz kurz gucken. De Jong, Suarez. Ne, die fehlen so oder so. Einer von den schlechteren fehlt. Alba. Alba, ja. Alba hätte noch statt Benzema sein können. Aber Benzema ist dabei. Danach nur Schmutz eigentlich. Ja, aber Digga, wir haben Messi gezogen.